von den drei Teilen meinst du wahrscheinlich, ne? Jetzt nicht mein persönlicher, der Titanic um mich ist. Der Lieblingsfilm ist ganz schwierig zu sagen, weil die alle drei, also jeder für sich ist ja so besonders und sehr eigen und letztendlich ist es eine Geschichte zusammen. Aber wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, Smartphone sagen, weil da geht es um so viel und da kann es nur um so viel gehen, weil die ersten zwei Teile davor kamen. Also der Vorteil natürlich auch. Was ist denn euer Lieblingsfilm? Der erste, der ist Fan vom ersten. Wow. Der und der zweite. Wow. Ja, und der dritte. Alle zusammen! Ja! Meiner ist, glaube ich, auch richtig. Also, ich meine, ich finde alle klassisch, ich finde alle wunderschön und an allen hängt mein Herz. Deswegen ist es auch extrem schwer, sich zu entscheiden, aber ja, doch irgendwie alles ist mein Herz. Filme davor. Was hat uns inspiriert, dass der Film so geworden ist? Ich glaube, die beiden Filme davor, würde ich sagen. Und natürlich die Bücher auch. Ja, damit. Ja? Warum sind die Filme jetzt so komplett unterschiedlich exklusiv? Also, ich finde die Sicherheit auswendig. Naja, also warum sind so viele Unterschiede beim Film und bei den Büchern? Die Bücher gibt es ja noch. Die Bücher sind schwarz-weiß, wir haben halt eine Farbe gedreht. Wir haben im zweiten Teil ja auch den dritten Teil vorgegriffen. Jetzt haben wir im dritten Teil das ein bisschen anders gedreht. Wir wollten einfach, dass Gwendolyn eine großartige weibliche Heldin wird, die ihm das Leben rettet und die nicht nur um die Unsterblichkeit kämpft, sondern letztendlich auch für das Gute und für die Rettung der Welt kämpft. Das ist ein bisschen größer erzählen. Also alles einmal umgeschrieben? Nicht gar nicht, aber ein bisschen. Aber es war super. Ja, ja, dahinter? Ja, ich bin auch ein bisschen. Warum hast du deine Unsterblichkeit aufgegeben, wenn du die haben da nichts mehr zu tun, das waren die beiden. Ja, ich wollte es eigentlich erzählen, weil ich kann gar nicht zeitweisen. Nein, es geht darum, dass wir fanden es eigentlich einstimmig schöner, dass Gwen das aufgeben muss, um, also für ihre große Liebe, für Gideon. Und ich persönlich finde es viel schöner, aber auf der DVD gibt es eventuell noch ein alternatives Ende. Okay, also. Super. Jetzt ist auch halt zugewacht von einem, die ist geil. Ja. Welcher Charakter aus dem Film unser bester Freund und unser schlimmster Feind wäre? Okay, ich hab gerade gesagt, dass ihr jetzt hingehen blöd. Also,
wie es uns in Aachen gefallen hat. Sehr, sehr schön. Wir hatten ja wirklich, das ist ja das Besondere an diesem Film auch gewesen, dass wir so viel umgereist sind und in so vielen tollen Städten und an so vielen tollen Motiven waren. Also Cornelie Münster ist ja hier in der Nähe, ne? Und was ist? Genau, Stolberg, ja. Und das war wunderschön und sonst Aachen auch. Also kennt ihr den Domkerl zum Beispiel? Da denke ich mal dran zurück und ja, nee, wir haben wirklich so schöne Motive gehabt und das sehr, sehr genossen. Ja, Mr. George haben wir nicht mehr, weil die Loge ja wirklich böse ist. Und Mr. George war ja immer noch so auf Glenns Seite. Und da haben wir gedacht, eigentlich müsste die sich von Mr. George getrennt haben, bevor die Loge, bevor es so enden kann. Und Franck de Villiers ist eigentlich der gleiche wie William de Villiers, so ein bisschen von der Funktion. William hat es ja in Saphirblau übernommen, weil sich Ford in Rubinrot so daneben genommen hat und ihr, also Gwendolins Leben aufs Spiel gesetzt hat. Deshalb wurde er ja ausgetauscht. Gefangen? Wir konnten halt leider nicht immer alles erzählen. Also Gwendolins Familie hat gefehlt im dritten Teil. Also die Familie. Paul und Lucy sind ja da. Die haben ein bisschen mehr Raum gekriegt, weil sie einfach die Verbündeten waren, jetzt auch im Kampf gegen den bösen Grafen. Wir mussten es ein bisschen einschränken, weil sonst wäre der Film 4, 5, 6 Stunden lang geworden. Oder du musst einfach nur Rubinrot angucken. Ja, ganz hinten, letzte Reihe. Lauter, sonst. Sind wir traurig, dass es vorbei ist? Seid ihr traurig, dass es vorbei ist? Ja! Wir auch, oder? Wir hatten eine tolle Zeit und haben diese drei Filme gemacht und euch als tolles Publikum gehabt. Und das war schön, aber den Film gibt es ja jetzt ab 7. überall im Kino. Also, wenn es euch gefallen hat, fand ich das auch gut. Was war eure Lieblingsszene in dem Film? Was war unsere Lieblingsszene in dem Film? Lieblingsszene war für mich also das schönste Bild einfach, wie Gwendolyn von Paul das Kämpfen beigebracht bekommt. Die Kamera fährt irgendwie rum und sie schaut an und das Meer an den Hintergrund. Und da habe ich mich schon beim Lesen total drauf gefreut. Ich finde, es ist auch sehr gut gelungen und Maria hat sehr gut gekämpft. Ich habe so viele Lieblingsszenen, aber ich glaube, am allercoolsten war für mich tatsächlich dann der Showdown. Als wir den gedreht haben, hat es halt extrem doll geregnet und alle waren mit Matsch bedeckt und haben 4 Tage lang halt im Regen gedreht und es war kalt, aber ich hatte halt ein abgespartes Kostüm. Ich hatte Spaß. Weißt du, ob ihr schon mal so richtig durch den Matsch gerobbt seid? Und wir haben für euch noch was mitgemacht, nämlich eine signierte Doppel-DVD in einem wundervollen Turnbeutel. Könnt ihr euch alle teilen? Nein, dafür müsst ihr eine Frage beantworten. Und zwar aufzeigen. Und zwar, wer kennt Gwendolins Adresse? Ja, du weißt ganz schnell. Super! Ja! Ja, genau, müssen uns bedanken bei euch für die Zeit, die ihr mit uns diese Filme erlebt habt und dass ihr da reingegangen seid, weil für euch machen wir die Filme und auf der Tour ist es eigentlich immer das Schönste, nachher in den Saal zu sehen und zu sehen, wie dann ihr das annimmt oder wie sehr ihr in die Welt eingetaucht seid. Und genau, man weiß dann immer, warum man es macht. Und dafür vielen Dank. Okay, ich würde mich gerne trotzdem noch bei Janis und Maria bedanken, die sich so viel Zeit nehmen für die Tour hier wochenlang mit uns durch die Republik zu fahren.
Und die stehen jetzt auch noch draußen und warten auf euch. Also lasst uns schnell rausgehen und dann habt ihr vielleicht die Chance, ihn kurz noch zu treffen. Vielen Dank. Ja.